Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Ja, wir sprechen heute wieder mal mit der Apollo 18 GmbH. Wieder eine spannende Stelle, wieder mal mit einem nicht ganz neuen Interviewpartner, aber neuen im Vergleich zu den letzten Interviews. Und zwar sprechen wir heute mit Michael Schillinger. Er ist der CEO und Partner von Apollo 18. Und Apollo 18 sucht aktuell einen Project Manager im Bereich Sportmarketing an den Standorten Stuttgart oder Frankfurt. Und ich habe gesehen, dass der Michael auch jetzt schon mit dabei ist und werde ihn jetzt einfach mal direkt dazu holen. Hi Michael. Hallo, grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Hörst du und Siehst siehst du du mich? mich? Ich sehe und höre dich, ja. Siehst du mich und hörst du mich? Ich höre dich und sehe dich auch sehr gut. Sehr gut. Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Generell, dass ihr euch immer die Zeit nehmt, finde ich cool. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine Stelle von euch reinkommt, weil ich weiß, dann gibt es ein spannendes Interview. Von daher vielen Dank auch jetzt wieder. Ja, vielen Dank von unserer Seite. Wir finden nicht nur dich als Person inspirierend, sondern deine Plattform ist super. Wir kriegen tatsächlich auch immer wieder Bewerbungen über deine Plattform. Deswegen machen wir das nicht nur sehr, sehr gerne, sondern auch sehr erfolgreich. Ich freue mich auf den Talk. Ich weiß, dass es danach ja nochmal Real Life dann anzusehen ist. Und das hilft uns schon immer, halt tiefergehend über eine Stelle zu sprechen und nicht nur eben in PDF irgendwie auf unsere Website hochzuladen oder über LinkedIn für ein bisschen Buzz zu sorgen, sondern der Deep Dive, das ist wirklich toll. Und ich glaube, dass es ein Mehrwert ist für alle möglichen Bewerber, Bewerberinnen vor allem, hoffentlich. Ja, also es schreiben auch tatsächlich immer wieder einige, auch im Nachgang rückblickend, hey, vielen Dank für das Format, wir haben uns danach beworben, also auf ganz unterschiedlichste Stellen und ich bin es dann auch geworden, so nach dem Motto und von daher haben wir das Format dann auch ja so in der Form auch fortgeführt. Ich habe es gerade Super. gesagt, eingeteasert, ihr sucht einen Project Manager im Bereich Sportmarketing am Standort Frankfurt oder Stuttgart und er klingt auf jeden Fall nach einer extrem spannenden Stelle. Erzähl doch mal, bevor wir zur Stelle gehen und für alle, die euch noch nicht kennen sollten, vielleicht kurz was zu dir und zu Apollo 18 und dann direkt zur Stelle was. Ja, also ich selber habe Sport studiert, 1994 bis 2001. War dann erst in der Handball-Bundesliga ein paar Jahre, parallel dazu auch schon in der Agentur in Göppingen, also im süddeutschen Raum, seit 2007 dann in Frankfurt, damals bei Schmidt und Kaiser. Das war damals so die, ja, der Platzhirsch unter allen Sportmarketing-Agenturen. Und aus dieser Stelle heraus habe ich mich 2010 dann selbstständig gemacht, mit der Agentur Schillinger und Pankratz, mit meinem Geschäftspartner damals Christian Pankratz. Und wir haben dann, ja, zur Mitte 2017 beschlossen, dass wir die Agentur umbenennen. Ich habe Christian auch die Anteile dann übernommen, seine Anteile. Da haben wir Apollo 18 gestartet. Das war für uns auch der Startpunkt in eine inhaltliche Neuausrichtung, in mehr digitales Sportmarketing. Unser Subclaim ist Next Level Sports Marketing. Wir wollen richtig coole, frische Ideen machen. Die haben halt viel mit digital zu tun. Wir sind deutlich mehr verstärkt im Bereich Kreation und Storytelling. Von klassischer PR zu mehr Social-Media-Channel-Betreuung für unsere Kunden und sind da auf einem sehr, sehr guten Weg als Apollo 18 und suchen jetzt halt Verstärkung. Vielleicht noch kurz so ein paar Fakten. Wir sind 35 festangestellte Mitarbeiter. Wir haben 3 Standorte in Berlin, Frankfurt und Stuttgart. Diese Stelle, die wir jetzt ausschreiben, ist Frankfurt und oder Stuttgart. Also überlegen auch, die doppelt zu besetzen, einmal in Stuttgart, einmal in Frankfurt. Grundsätzlich arbeiten wir relativ viel remote. Auch mit Homeoffice ist möglich, falls die Frage kommen sollte. Allerdings wissen wir auch, dass gerade für Berufseinsteiger oder jüngere Kolleginnen der Austausch in einem Office auch wertvoll ist. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass es dieses Mal Frankfurt oder Stuttgart ist, aber gerne auch mit einem gewissen Anteil mit Homeoffice. Kein Problem. Okay, gut schon mal zu wissen. Tatsächlich waren ein, zwei Fragen in die Richtung, hast du direkt mal beantwortet. Ja, ich kann mich auch noch gut an den Switch von Schillinger Pankratz erinnern. Wir haben damals für euch auch die ein oder andere Stelle online gehabt bei uns und dann ging es rüber zu Apollo 18. Ich finde aber, auch in der Außendarstellung ist der Übergang mehr als nur geglückt. Ich finde, wir telefonieren ja auch immer mal wieder mit den unterschiedlichsten Kollegen von euch und das, was ihr nach außen tragen wollt,
Kommt zumindest bei uns auch absolut so rüber. Ja, wir haben als Schilling und Pankratz kaum PR gemacht, Agentur-PR. Wir hatten so unsere Kunden, unsere Bestandskunden. Unser größter und wichtigster Kunde ist nach wie vor Mercedes-Benz. Betreuen wir seit Gründung, also seit über 11 Jahren jetzt, hatten gar nicht die Notwendigkeit und den Wunsch, irgendwie groß zu wachsen. Und durch den Switch zu Apollo 18 wurde mir auch klar, ich muss die Agenturmarke mehr nach vorne bringen. Und deswegen haben wir sowohl auf Instagram als auch bei LinkedIn, das sind unsere zwei Haupt-Channel, die wir betreuen, versuchen wir schon mehr uns darzustellen, beziehungsweise auch Mehrwerte zu schaffen für die gesamte Sportbusiness-Szene. Das liegt mir sehr am Herzen. Bin ja ab und zu Gast auch beim Sportsmaniac Podcast und versuche da einfach das Sportmarketing in Gänze zu stärken oder nach vorne zu bringen, auch durch Kontroversen. Das sind so ein bisschen, das ist unsere DNA. Und die leben wir halt stärker nach draußen jetzt. Und dann freut mich sehr, dass du das so wahrnimmst. Ich hoffe, die anderen Zuseherinnen hier nehmen uns genauso wahr. Und da suchen wir halt jetzt neue Kräfte. Inspirierend, jung, frisch, wild, kontrovers. Ja, dann seid ihr bei uns richtig. Sehr gut. Erzähl doch mal was zu der Stelle. Project Manager, Sportmarketing. Was kann man sich darunter vorstellen? Was sind die Aufgabeninhalte? Ja, also diese Stelle ist so, also ich komme nochmal über die Historie. Wir haben viel angefangen mit Event und PR damals, 2010, also das ist ewig her. Da war Social Media, gab es natürlich schon, wurde dann aber immer und immer wichtiger. Aus diesem PR-Zweig, würde ich jetzt mal sagen, wurde dann Storytelling, digitales Storytelling, Content Planning, Content Production, Content Distribution und Monitoring. In diesem Vierklang arbeiten wir. Das ist dieser Content-Zweig, der immer wichtiger wurde. Der Eventbereich, den gibt es nicht mehr in dem umfassenden Maße wie damals, aber er ist nach wie vor existent. Zu diesem Bereich zähle ich auch Sponsoring-Aktivierung, also die Aktivierung eines Vertragsrechtes. Wenn ein Kunde von uns ein Asset unter Vertrag genommen hat, da gibt es dann von der, welches Logo findet denn dort statt, was machen wir mit den VIP-Tickets, etc. etc. Bis eben zum Storytelling. Und diese Stelle ist genau in dieser Schnittmenge eigentlich. Und deswegen suchen wir jemanden, der wirklich Lust auf diese ganze Bandbreite der Themen hat. Von kleineren Eventorganisationen zu Sponsoring-Aktivierung. Sponsoring-Verträge muss nicht geschlossen werden, aber muss die lesen können. Also lesen im Sinne von, wie kann ich die aktivieren? Wie funktioniert eine Marke? Wie kann die Marke stattfinden in dem jeweiligen Umfeld? Aber dann auch die Schnittmenge zu Storytelling, zu Content verstehen. Welche Social Channel gibt es denn überhaupt? Welche Owned Channel gibt es von Webseiten über Blogs etc. von Unternehmen? Und diese Stelle soll eben diese ganze Bandbreite koordinieren mit unseren erfahrenen Kräften. Da wird natürlich keiner alleine gelassen. Ist ja ausgeschrieben so mit 2, 3 Jahren Erfahrung. Es müsste vor allem open-minded sein, die ganze Bandbreite orchestrieren zu wollen. Das ist uns wichtig. Und darin gerne mit einer kreativen Ader, weil wir alle wissen, dass letztendlich am Ende des Tages spricht eine Marke mit einem Menschen. Und für diesen Weg von Marke zu Mensch gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Und je mehr man davon kennt, orchestrieren kann, umso wertvoller ist es für uns. Und wenn ich es richtig verstanden habe, je nach Bewerbereingang oder nach ja, Situation kann es sogar sein, dass ihr die Stelle zweimal besetzt. Ja, da ist eine davon ist ein bisschen spezieller, die in Ja. Frankfurt. Es ist so, dass wir haben ja 35 Mitarbeiter und ich selber bin immer noch sehr, sehr aktiv in den Projekten und ich will auch weiter in den Projekten drinbleiben. Aber wir suchen da tatsächlich jemanden, der vielleicht mir wirklich so im One-to-One richtig zur Hand geht. Und von mir, also die Chance ist natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell zu lernen. Weil alle Termine dann quasi mit mir wären. Ich möchte es nicht heißen, dass ich die größte Erfahrung in der ganzen Branche mitbringe, aber ich glaube, es ist schon eine Stelle, die relativ spannend ist, weil ich natürlich bei allen Kunden an den entscheidenden Stellen mitwirken darf, und noch Projekte leite. Da suche ich jemanden, der mir wirklich zur Hand geht. Und das ist diese ganze Schnittstellenmanagement wäre da halt dann inkludiert, auch in unsere Teams rein. Und diese Frankfurter Stelle sind wir alle gerade im Überlegen, ob das nicht Sinn macht, da jemanden hier zu suchen, eben
der sehr, sehr open-minded ist, sehr inspirierend ist, sehr nach vorne gehen will. Und deswegen ist diese Stelle, die kann man aber gar nicht so richtig formulieren in einer Ausschreibung. Das ist auch keine, das ist keine Assistenz. Ich brauche niemanden, der mir Reisen bucht. Bin ich selber in der Lage dazu. Ich suche einen inhaltlichen Support, eine inhaltliche Entlastung, auf den Projekten auch, mit Projektarbeit, von Event bis zu Content oder Beratung, aber sehr, sehr eng mit mir gemeinsam dann halt. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, dieses Format, gehe ich mal wieder rein. Das Ja, kann ich hier besser erklären. absolut. Und die Stuttgarter Stelle ist halt einfach dann ja für unseren Stuttgarter Kunden im Automobilbereich. Ich habe gerade schon gesagt, wer unser erster und wichtigster Kunde ist, Mercedes-Benz. Für diesen Kunden verschiedenste Aufgaben auf verschiedensten Projekten da zu betreuen. Das gut, dass du sagst, es war tatsächlich auch eine Frage, ob die Stelle, beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich dann die Stuttgarter Stelle, für einen Kunden oder für mehrere Kunden ist. Fokus, wenn ich es richtig gehört habe, liegt dann tatsächlich auf Daimler. Ja, es ist so, wir arbeiten sehr standortübergreifend, je nach Kompetenz. Es ist so, wir sind ja keine Riesenagentur mit 35 Personen. Und wir haben auch mittlerweile, glaube ich, 5 Personen, die nur aus dem Homeoffice arbeiten. Also wir haben eine Kollegin in Hannover, eine Kollegin in Hamburg, einen Kollegen, der nur in Köln arbeitet, einen in München, Schweinfurt, Zwickau. Also wir sind wirklich ziemlich verstreut über Deutschland. Ja, krass. Und deswegen ist auf allen Kunden und auf allen Projektthemen suchen wir immer die Kompetenzen, die am besten passen. Das heißt, ein Standort ist nicht einem Kunde zugeschrieben und auch ein Projektteam arbeitet nicht nur auf einem Kunden, sondern eher nach Kenntnis und Kompetenzen, Zeitverfügbarkeit. Wer in Stuttgart arbeitet, das ist kein Wunder, hat einen Schwerpunkt, ich sag mal, einen emotionalen und auch inhaltlichen Anker bei diesem einen Kunden, heißt aber nicht, dass nicht alle anderen Kunden genauso mal mehr oder kann auch sein, dass auf diesen Kunden Bedarf ist und dann der die Stelle da genauso involviert. Der hängt eben von der Kompetenz ab. Also wir machen das alles kompetenzbasiert und nicht so sehr eine starre Zuteilung. Ja, okay, aber mega spannend. Fass kurz zusammen. Frankfurt, extrem starke Stelle, weil man eben auch mit dir zusammen dann die ganzen verschiedensten Kunden, neuen digitalen Projekte zusammenarbeitet und Stuttgart, ja, mit dem großen Automobilhersteller im Hintergrund. Ich glaube, das sind zwei sehr, sehr starke Karriereoptionen auch und vor allem, ich glaube, das ist noch wichtiger als jetzt Lebenslauf und Karriere. Vor allem sind es zwei Positionen, auf denen man extrem viel lernen kann. Generell bei euch, glaube ich, wenn man auch die anderen Interviewpartner hört und auch mit Kollegen von euch spricht, dass, wie du immer sagst, ihr sucht Leute, die nach vorne gehen. Und ich glaube, für das eigene Know-how, für das eigene Wissen und kann man da viel, viel, viel lernen bei euch. Ja, gehe ich schwer davon aus. Und es ist auch so, dass wir, ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat, wir haben Ende letzten Jahres noch einen weiteren Step getan in Richtung Zukunft. Wir haben Apollo GG gegründet als Tochtergesellschaft der Apollo 18 GmbH mit einem Partner Bipart Gaming. Da geht es um E-Sport, Gaming and Beyond. Und wir subsumieren unter Beyond alle Themen, die sich abspielen rund um Web3, um NFTs, um Metaverse, also diese ganze neue digitale Welt wird neue Kundenkontaktpunkte bringen und die gehören genauso orchestriert. Da wissen wir noch gar nicht genau, wo die Reise lang geht. Wir alle in Web3, aber wir wissen, dass es so umfassend sein wird wie Web1, die Entstehung des Internets, Web2, Entstehung von Social Media, Web3, digitale Räume, in denen wir mehr Zeit verbringen werden, mehr miteinander kommunizieren, dialogfähig und wir haben die Ownership darüber, über die Blockchain-Technologie. Da bin ich auch Geschäftsführer, logischerweise jetzt erstmal. Und von daher suchen wir wirklich, wie du gesagt hast, und dafür steht auch die Apollo Family, der Spirit von Apollo. Wir heißen so, weil wir Pioniere sein wollen, auf zu neuen Sportmarketingwelten. Und wer sich in diesen Werten oder in diesem Spirit wiederfindet, der wirklich Lust auf die Zukunft hat, die Neugierde mitbringt, sich in neue Themen einzulesen, mit uns gemeinsam auszutauschen, der ist da goldrichtig bei uns. Also das ist auch wirklich die Essenz, von dem wir heiern nicht so sehr nach Skill und nach Studienabgang, sondern eher nach Spirit und Werten. Cool, krass. Was sollte man denn für die, ich sage jetzt mal, für die Stelle oder Stellen mitbringen bereits? Ja, also ideal wären einfach so 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung, weil es schon eine Stelle ist, die dann auch Projektleitungen beinhaltet und das sind einfach
Erfahrungen ganz gut. Ob die jetzt im Sportbereich waren oder nicht, ist mir eigentlich egal. Es geht halt um Projektmanagement, es geht um Kundengespür, es geht um Business-Empathie, es geht darum, auf andere Menschen einzugehen, mitzubekommen, was die wollen. Es geht um Stakeholder-Management. Ich habe verschiedene Stränge, die ich in der Hand halten muss. Ich muss sehr sortiert sein. Und wenn ich da noch ein ausgeprägtes Interesse und Gespür mitbringe für Marken und für die Inszenierung von Marken, gerne über verschiedene Mechanismen, wie Storytelling, Social Media oder Events oder Bandenpräsenzen, was auch immer, das kann man auch modern gestalten, dann ist das hervorragend. Und gerne eben schon mit 2, 3 Jahren ersten Erfahrungen. Wenn man so den Young Professional Status schon mal hatte, ist es gut. Wenn es jemand ist, der während seines Studiums schon viele Erfahrungen gesammelt hat, ist das denkbar, aber wir suchen schon eigentlich jemanden, der schon so ein bisschen die ersten Steps gemacht hat. Okay, da hast du schon die nächste Frage vorweggenommen. Die kommt natürlich immer bei einer Stelle mit 2 Jahren Berufserfahrung. Hey, wie sieht's aus? Ich habe 2 Praktika in Summe 1 Jahr und dann nochmal 1, 2 Jahre als Werkstudent gearbeitet. Zähle ich da auch mit rein? Denkbar, aber optimalerweise tatsächlich 2 Jahre in Anführungszeichen richtige Berufserfahrung nach dem Studium. Ja, also gerade in dem Fall, also 2 Praktika plus Werkstudent, ja, absolut denkbar, würde ich schon sagen, definitiv. Hängt dann halt davon ab, welche Inhalte in diesen Jobs waren. Dann sind halt die Inhalte umso wichtiger, was da gemacht wurde. Und wenn jemand vor allem bewiesen hat, dass er nach vorne geht, dann hilft es halt auch sehr. Egal ob ehrenamtlich oder sonstige, das sind auch Tätigkeiten, die letztendlich irgendwie zählen. Okay, gut zu wissen. Wie sieht bei euch ein Bewerbungsverlauf aus? Wir haben die Stelle für alle, die sich jetzt gerade parallel vielleicht die Stelle nochmal anschauen wollen. Wir haben die auf die Webseite nochmal nach ganz oben gebracht, also www.jobsimsport.de. Man bereitet jetzt seine Unterlagen vor, schickt sie an euch ab. Wie geht es dann weiter? Ja, und dann gibt es erstmal eine Eingangsbestätigung. Wir screenen dann die ganzen Unterlagen, gehen dann auf die einzelnen Personen zu und dann machen wir in einer relativ ausgedehnten Teams-Call zum Kennenlernen. Persönliche Vorstellungsgespräche brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr heutzutage. Soll auf jeden Fall digital stattfinden. Dauert dann 1 Stunde, 1,5 Stunden, indem wir uns erstmal einfach kennenlernen, wo die Bewerberin oder der Bewerber Fragen stellen kann, wo wir Fragen stellen, wo wir einfach versuchen, ein Gespür füreinander zu entwickeln. Das ist ja keine Einbahnstraße. Es muss ja beidseitig passen. Und wir erklären so ein bisschen, wo die Agentur herkommt, wo wir positioniert sind, wie unsere Werte sind, wie wir das Thema Inspiration und Fortbildung leben. Weil wir sind einfach versuchen, einfach eine lernende Organisation zu sein und uns ja nicht täglich, aber jährlich neu zu erfinden, um neue Pfade zu beschreiten. Und wir versuchen eigentlich diese 1 Stunde dahingehend zu nutzen, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, wie die oder derjenige tickt. Und wenn das dann mit dem Lebenslauf auch noch matcht und danach noch ein gutes Gefühl bei beiden Seiten vorhanden ist, dann geht es eben in die nächste Runde. Wir laden zu diesen Gesprächen 3 bis 5 Personen ein, von der ganzen Bewerberschaft. Meistens entscheiden wir uns dann da schon für jemanden. Manchmal braucht es noch ein zweites, klärenderes Gespräch. In den Gesprächen machen wir dann aber auch schon meistens so die Rahmenbedingungen, also die dann abgefragt werden. Gehaltswunsch, Standort, etc., etc. Da gibt es ja verschiedene Ausprägungen und Wünschen. Cool. Und ich nehme an, wir fragen das immer mal, weil viele es interessant finden. Kriegt jeder ein Feedback im Sinne von zumindest, dass man weiß, woran man ist bei euch? Also Ja, die Julie macht das ja herausragend gut. Das kriegen wir auch immer wieder als Feedback, die bei uns im HR-Bereich leitet. Kriegt wirklich jeder auch ein Feedback. Ja, das ist manchmal nicht positiv, eine Absage, aber es wird nie jetzt irgendwo in einem schwarzen Loch versinken. Man hört nie wieder was. Was wir dann auch immer anbieten oder Julie anbietet, ist, dass wir uns bei LinkedIn connecten, weil das ist für uns so der Kanal, wo wir dann News posten, beziehungsweise auch neue Stellen. Und wenn es einmal nicht geklappt hat, dann heißt es nicht, dass die Reise dann für immer zu Ende ist, sondern vielleicht gibt es dann auch noch die Chance, beim zweiten oder dritten Mal dann eben zusammenzukommen. Gibt ja viele Gründe, warum es manchmal eben nicht klappt. Also wir können versprechen, jeder kriegt ein Feedback, und wir hoffen, dass wir auch mit allen, wo es dieses Mal nicht klappt, in Verbindung bleiben können einfach.
Tatsächlich haben wir den einen oder anderen Abonnenten schon gesehen bei LinkedIn, der dann mit Julie beispielsweise auch kontaktet war. Und dann haben wir gefragt, hey, woher kennt ihr euch eigentlich? Und dann kam genau das dabei raus. Hatte mich beworben. Damals hat es nichts geklappt. Wir sind aber in Kontakt geblieben. Und hier und da in der Sportbranche, die ist irgendwie ein Dorf. Und dann schadet es nicht, auf jeden Fall da in Kontakt zu bleiben. Und wer weiß, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Also das ist kein Gequatsche gewesen, das ist wirklich so und haben auch von vielen Abonnenten gehört, dass das bei euch so auch gelebt wird. Ja, cool. Zu guter Letzt fragen wir immer, warum? Warum sollte man sich bei euch bewerben? Du als Geschäftsführer und Gründer bist ja nun maximal lang dabei. Sag doch mal aus dem Nähkästchen, da kommt gerade eine Frage, aber die können wir danach angehen. Da plaudere auch mal aus dem Nähkästchen, warum man sich bei euch bewerben sollte, warum ist es cool, bei euch zu arbeiten. Also warum man sich bei uns bewirbt, kann natürlich nur jeder selber entscheiden. Ich kann sagen, was denjenigen oder diejenige bei uns erwartet. Das ist ein tolles Kundenportfolio, internationale Projekte, ein sehr, sehr offenes und diverses Team und uns alle eint. Einerseits eine hohe Verbindlichkeit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind große Teamplayer. Und das Dritte ist, wir haben einfach massiv Bock, die Zukunft des Sportmarketings nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zu gestalten, da Speerspitze zu sein. Und da dürft ihr mich dann auch alle beim Wort nehmen. Ich glaube, es gibt hier keinen Tag, der so ist wie der Tag davor. Wir haben zum Beispiel ein wöchentliches Fortbildungsformat, nennen wir Space Lab, Apollo Space Lab, wo du ja auch schon mal dein damals noch junges Startup vorgestellt hast, wo wir verschiedene Startup-Gründer einladen, wo wir uns selber fortbilden. Also ich hatte jetzt gerade erst am Mittwoch einen Vortrag zum Thema Metaverse gemacht, weil ich mich damit halt beschäftigt habe und dann eben das den anderen Kolleginnen mitteilen wollte, was ich daran faszinierend finde. Es ist also ein sehr inspirierendes Umfeld und wer das will, wer die Zukunft des Sportmarketings mitgestalten möchte und inspiriert werden möchte und selber inspirieren möchte, der sollte sich bei uns bewerben. Das wollen wir leben und das kann ich in gewisser Weise versprechen, dass wir wirklich nach vorne gehen. Nicht zuletzt durch die Gründung von Apollo GG haben wir das, glaube ich, unter Beweis gestellt oder werden es unter Beweis stellen, was da noch alles möglich ist in den nächsten 5 Jahren. Und darum geht es letztendlich, open-minded sein, Lust haben auf die Zukunft, Neugierde beweisen, Leidenschaft, intrinsische Motivation. Und wer sich da noch angesprochen fühlt, der muss sich bewerben bei uns. Michael, das wäre jetzt eigentlich ein perfektes Schlusswort. Ich möchte aber die Frage nicht, die noch gekommen ist, nicht zu kurz kommen lassen. Deswegen gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Bietet ihr auch Werkstudentenjobs an, hat der Quentin gefragt. Also was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben die erste Azubine bei uns im Berliner Standort. Die Nancy, unsere Head of Design, die hat auch so eine Ausbildereignung und bilden die jetzt aus. Werkstudententätigkeiten hatten wir auch schon, ist denkbar, ja. Es hängt da davon, ein bisschen davon ab, wie das ausgestaltet wird, wie viele Stunden da möglich sind. Aber ja, es ist grundsätzlich möglich. Nicht für diese ausgeschriebenen Stellen, aber wenn wir Support brauchen. Und auch da hängt es wirklich davon ab, welche Skills kommen damit. Also was kann derjenige oder diejenige beitragen zu dem Gesamtpuzzle, welches Puzzlestein ist aber grundsätzlich möglich, ja. Also am besten einfach mal Bewerbungen an die Bewerbungsmail rausschicken Ja. ja, mit ein bisschen Glück ist man dabei. Genau. Super, Michael, dann also vielen Dank nochmal für die Zeit, die du genommen hast und dann drücken wir dir die Daumen, dass für möglicherweise beide Stellen gute Bewerber und Bewerberinnen dabei sind und dass die Stelle oder die Stellen möglichst gut besetzt werden können. Und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir allen einen Eindruck geben konnten, wie wir ticken und wie wir arbeiten und was die Stelle beinhaltet. Freuen uns auf Bewerbungen und schönes Wochenende an alle und speziell natürlich auch an dich. Bis bald dann. Super, bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao.